Solltest du den inneren Wunsch haben, endlich deine Brille loszuwerden oder deine nervige Sehschwäche loszuwerden, dann bist du hier auf diesem Kanal genau richtig, denn ich zeige dir hier unter anderem Tipps und Tricks, wie du deine Sehkraft verbessern kannst und auch natürlich auch, wie du deine Sehschwäche wegtrainieren kannst und natürlich auch deine natürliche Sehkraft bis ins hohe Alter schützen kannst. Also nicht nur verbessern, sondern auch schützen, damit sie eben sich nicht verschlechtert. Denn die bisherigen Methoden, die man so anwendet, um seine Sehkraft zu, ich nenne sie mal, schützen, ist eigentlich im Prinzip nur eine Verschlimmbesserung, denn eine Brille schützt im ersten Moment nicht wirklich unsere Augen, denn dadurch, dass sie uns das Sehen abnimmt, nimmt unsere Sehschwäche immer weiter zu, weil unsere Augen schlichtweg fauler werden, ja. Und solltest du dir jetzt darüber schon mal Gedanken gemacht haben und einfach nur wissen möchtest, wie man seine Sehkraft verbessert, dann bist du hier bei diesem Video genau richtig gelandet, denn ich zeige dir jetzt, wie ich genau anfangen würde, wenn ich jetzt wieder eine Sehschwäche habe und wie auch du am besten starten solltest. Ja? Als allererstes natürlich grundlegend solltest du erstmal herausfinden, welche Art der Sehschwäche hast du überhaupt. Also bist du eine Kurzsichtigkeit, hast du eine Weitsichtigkeit, noch eine Hornverkrümmung, vielleicht auch ein Mix daraus. Ja, wie hoch ist die Sehschwäche? Weniger interessant ist dagegen, wie lange du das schon hast. Also wenn du jetzt weißt, okay, ich habe schon seit 5 Jahren eine Brille und davor habe ich vielleicht auch schon ein paar Jahre schlechter gesehen, ist tatsächlich nicht so schlimm. Es ist eher interessant, wie hoch deine aktuelle Sehschwäche ist, denn die ganze ist nämlich nicht linear. Also sprich, die Entfernung von 1 Dioptrien zu 0, ja, sind 100 cm, aber zum Beispiel von 5 auf 4 sind zum Beispiel nur 5 cm. Also wenn du einen Dioptrien dich verbesserst, ist das nicht immer eine gleiche Distanz. Ja? Und wenn du, wie gesagt, eine höhere Dioptrienzahl hast, kannst du natürlich genauso schnell Verbesserungen erzielen. Um das Ziel auf 0 zu kommen, dauert entsprechend natürlich etwas länger, als wenn du zum Beispiel nur 1 oder 2 Dioptrien hast, weil eben, wie gesagt, die Gesamtdistanz einfach geringer ist. Und wenn du das gemacht hast als allerersten Step, würde ich als nächstes versuchen, meine Augen einmal zu aktivieren. Am besten jeden Tag, früh vorm Aufstehen, also am besten auch im Bett. Und auf den Abend würde ich auch nochmal schauen, dass ich meine Augen schön aktiviere, nochmal schön bewege. Denn wir fangen heutzutage eher an so einen Starren an. Also sprich, wir haben so einen starren Blick nach vorne, schauen wenig nach links oder nach rechts, ja, und bewegen meistens nur unseren Kopf und unser Blick bleibt meistens gerade. Dabei wollen wir aber unbedingt in den Grenzbereich sehen. Also alles, was hier so im absoluten Grenzbereich wir noch wahrnehmen können, wenn wir unser Auge bewegen, das ist das Ziel. Also sprich, dazu kannst du deinen Daumen nehmen oder beim Augentraining nutze ich einen sogenannten Fokussierstab, ja, der ist einfach beschriftet, damit wir unseren Fokus auf einen Buchstaben lenken können und das Ganze nicht sprunghaft geht, sondern immer schön fließende Bewegungen. Wir beginnen also, nutzen unseren Fokussierstab, halten den direkt vor uns, muss nicht besonders nah sein, muss aber auch nicht besonders in der Ferne sein, sondern so, dass du es einigermaßen gut erkennen kannst und dann bewegen wir uns den einmal wirklich langsam, der Kopf bleibt gerade, einmal Richtung äußersten Rand. Ja, du kannst natürlich auch einen Stift nehmen oder auch deinen Daumen, kannst du auch nehmen, wenn du auf deine Fingerspitze guckst, ja, und dann machen wir das einmal nach links und nach rechts und du wirst merken, dass es in einiger Richtungen ziehen kann, weil wir in diesen Grenzregionen ganz, ganz selten heutzutage noch unterwegs sind. Das Ganze kannst du natürlich auch nochmal nach oben machen und nach unten, soweit es geht. Ja, und vielleicht nimmst du auch noch ein bisschen Schwingen mit, ja, weil dadurch bewegen wir uns 2-3 Mal in den Grenz- und über den Grenzbereich. Ja. Und so kannst du das quasi einmal machen, soweit es eben geht. Und wenn du jetzt schon merkst, dass deine Augen überanstrengend sind, dann spul mal auf das nächste Kapitel, denn da zeige ich dir gleich eine Entspannungsübung. Solltest du aber noch Power in den Augen haben und du spürst, dass es noch weitergeht, dann mache ich die nächste Übung mit dir. Ja? Und zwar dazu bewegen wir jetzt unseren Fokussierstab einmal in kreisenden Bewegungen. Also sprich, der Fokus bleibt auf einen Punkt, auf einen festen Punkt auf unseren Fokussierstab und wir bewegen unseren Fokussierstab einmal im absoluten Grenzbereich, ja, soweit das eben geht. Und du wirst merken, dass das alles sehr, sehr ungewohnt ist und hier und da ein bisschen ziehen kann. Und dann weißt du aber auch, dass sehr, sehr viel Potenzial noch in deinen Augen steckt. So, damit unsere Augen aber auch nicht schlechter werden, brauchen wir unbedingt Entspannung. Und dazu machen wir eine sogenannte Entspannungsübung, die nennt sich Palmieren. Das wirst du wahrscheinlich auch noch öfter von mir hören. Das ist eine sehr, sehr wichtige Entspannungsmethode, einfach, dass wir unsere Augen häufig und oft auch entspannen, sowohl im Alltag, aber auch beim Augentraining, denn auch da setzen wir Reize und wir müssen nach diesen Reizen auch wieder für Entspannung sorgen. Ja? Also wir nutzen unsere beiden Hände, reiben sie aneinander, schließen unsere Augen und legen sie auf unsere geschlossenen Augen. Ja? Atmen ein paar Mal tief ein und aus. Und du wirst merken, je mehr du dich entspannst, und das wirst du, wenn du diese Übung machst, dass dieses Schwarz, was du siehst, immer dunkler wird und deine, ja, diese grellen Blitze oder was du da auch immer siehst, immer weniger wird. Und wenn du komplett schwarz siehst, dann weißt du, deine Augen sind jetzt gerade zu 100% wieder entspannt. Das kannst du auch, wie gesagt, super im Alltag machen oder entsprechend
wenn du solche Übungen machst. Ein kleiner Bonustipp möchte ich dir auch noch mit an die Hand geben, und zwar probier mal so eine Brille aus. Ja, ich zeig's dir mal von etwas näher. Das ist eine sogenannte Lochbrille. Diese Lochbrille hat, wie du siehst, ganz viele kleine Löcher, das sagt der Name ja im Prinzip auch schon. Und sobald wir sie aufsetzen, funktioniert unser Auge plötzlich viel schärfer. Das liegt zum einen an das einfallende Licht, weil das halt anders gebrochen wird, und dadurch, dass wir auch nicht mehr so viel Helligkeit in unser Auge haben, bekommt unser Auge nicht mehr so viel Reize und funktioniert demzufolge auch besser, weil es eben etwas entspannter ist. Also diese Lochbrille kannst du sowohl nutzen zum Sehkraft verbessern, aber gleichzeitig auch, um deine Augen etwas zu entspannen. Wenn du genau wissen möchtest, wie man seine Sehkraft verbessern möchte, Step by Step, dann lade ich dich recht herzlich zu meinem kostenlosen Augentraining-Workshop ein. Dort kannst du komplett kostenlos dran teilnehmen. Dort zeige ich dir mit mir gemeinsam und auch anderen Teilnehmern, wie man seine Sehkraft ganz präzise und praxisorientiert verbessern kann. Link dazu packe ich dir unterhalb des Videos. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere Übungen sehen möchtest, gerne einen Daumen nach oben geben, abonniere auch gerne den Kanal, es hilft mir sehr, weiter zu wachsen. Und dann, wie gesagt, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im Workshop. Bis dahin, ciao, ciao.